Heute sind wir mit den Erdäpfeln unterwegs. Und wie hat Klausens Frau noch gesagt, was machst du eigentlich, wenn du mich verlässt? Sagt er, Bratkartoffeln. So, weil Bratkartoffel ist wirklich eine ganz feine Sache. Ich möchte mal dem Erfinder der Bratkartoffel danken, weil ich finde, Bratkartoffel, es gibt kaum Sachen, die besser riechen, oder? Das stimmt, aber man macht sie irgendwie viel zu wenig, finde ich, oder? Ja, schon. Oder machst du... Nee, man macht sie selten, das stimmt eigentlich. Und man macht sie oft auch falsch. Also erklär kurz, wichtig... Also erstmal ist es ganz wichtig, gestern habe ich schon angefangen, die Kartoffelchen zu kochen. Dass die einmal über Nacht im Kühlschrank auskühlen und dann sammelt sich die Stärke auch, dann sind die richtig kompakt. Dann können wir so ordentlich pellen. Was du gerade schön auch gemacht hast, hat er wirklich schon, hat er gemacht. Und hat sie im Grunde auf sehr gleichmäßige Stücke geschnitten, hat er. Also er hat es ganz gut gemacht. So. Und jetzt ist wichtig... Ja, Entschuldigung. Jetzt ist wichtig, wir erhitzen die Pfanne. Ja. Und dann ist ganz wichtig, bitte die Pfanne erhitzen, nicht in eine kalte Pfanne. Jetzt geben wir die Bratkartoffeln mit dazu. So, das reicht mir schon. Machen wichtig, und das ist schon der erste Fehler, den ich oft gemacht habe. Ich habe Butter genommen, meistens. Auf gar keinen Fall Butter nehmen. Genau. Ich habe hier ein Rapsöl oder ein Sonnenblumenöl auch gerne. Oder, wenn du unbedingt Butter haben willst, dann bitte Butterfett. Butaris, kennen wir alle. Soll ich was richtig hochknallen? Kann. Genau, weil das kannst du, da ist kein Wasser und keine Molke drin. Ja. Weil das Problem bei Butter ist, da werden die so richtig so datschig von so. Und wir wollen sie ja so ein bisschen knusprig auch haben, oder? So, und den Fehler, den die meisten aber machen, ist, Kartoffeln rein und dann fangen die schon an, Zwiebeln und Speck reinzugeben. Mhm. Locker bleiben. Wenn wir abwarten und locker bleiben. So. Wichtig. Und jetzt kommt eigentlich dieser spannende Moment, die müssen ganz entspannt braten. Und bei Bratkartoffeln, die brauchen mindestens 20 Minuten. Haben wir. Wir haben die Zeit. Wir quatschen aber nicht 20 Minuten. Wir spulen vor. Oder wollen wir 20 Minuten quatschen? Spul mal vor. Komm, spul vor. 20 Minuten später, Bratkartoffeln sind fertig. Wir haben sie auf leichter Hitze, ne? Also wir haben sie nicht voll reingeknallt. Auf gar keinen Fall. Langsam heiß werden lassen. So, und du siehst jetzt, jetzt gebe ich den Speck mit dazu. Ja. Und auch da sind wir jetzt, lass den langsam anbraten, dass der wirklich schön knusprig wird, aber nicht schwarz wird. Und halt eben, dass der auch ein bisschen, da läuft ja auch noch ein bisschen Fett aus und darin braten die dann auch nochmal so richtig schön lecker. Ich will nicht drängeln, aber ich meine, du hast die Zwiebeln vergessen. Die Zwiebeln kommen zum Schluss mit dazu. Also die Zwiebeln wirklich eine Minute vor Ende mit dazugeben. Okay. Weil den Fehler machen wirklich die meisten, dass sie die Zwiebeln dazu schmeißen, dann rühren sie und irgendwann... sind die Zwiebeln schwarz. Also so kleine schwarze Kohlestückchen. Ja, ja, ja. Oder? Ah, das sieht man häufig. Sieht man häufig. Und was auch bitte gar nicht geht, ist die Bratkartoffeln aus der Fritteuse. Das also mal davon ab. Ich hasse Fritteusen, aber noch Bratkartoffeln. Wenn ich irgendwo im Restaurant bin und es steht Bratkartoffeln auf, da willst du doch was Ehrliches haben. Eine ehrliche Bratkartoffel. Da will ich doch wirklich, dass der Koch sich Zeit genommen hat für meine Bratkartoffel. Genau, ihr könnt die auch in Herzform ausstechen. Macht, was ihr wollt. Ja. Auf jeden Fall wichtig, würzen danach. Ne? Also jetzt zum Schluss, wenn alles drin ist, wenn du fertig bist, dann werden die natürlich nochmal schön gewürzt. Und pass auch ein bisschen auf, dass du nicht zu viel Salz jetzt mit dazu gibst, weil wir ja schon den Speck auch mit dazu gegeben haben. Deshalb. Ist ein bisschen salzig. Opa. Genau. Gib mir das Messer, bevor du es kaputt machst. So, was machen wir jetzt mit dazu? Wir machen ein Spiegelei, oder? Ein Spiegelei. Also, beim Spiegelei, auch hier würde ich wieder keine Butter nehmen. Mhm. Weil wenn wir Butter mit dazu nehmen, dann haben wir das Problem, auch die verbrennt. Ja. Beim Spiegelei dauert es nicht zu lange. Also du könntest Butter nehmen, nur bitte dann aufpassen, dass die Butter nicht zu heiß wird. Weil sonst hast du wirklich auch schon die ganzen schwarzen Pünktchen. Soll ich schon? Du gibst jetzt, hau rein. Super, er hat es schön angehauen und jetzt nah dran. Schön runter. Nah dran. Ja, guck mal hier, wie das hier schön. Ja, hast du gut gemacht, Guck mal hier. Und wenn ihr Lust habt, kauft euch so Ringe oder Herzen, die könnt ihr dann einbuttern, diese Formen, und dann könnt ihr das in dem Ei, also das Ei in der Form. Hab ich ohne Quatsch. Hast du wirklich zu Hause? Warum hast du nicht mitgebracht? Hab ich zu Hause. Gib Gas. Sehr gut. So, schön. Und hier beim Ei sieht man jetzt, wie frisch das Ei übrigens ist. Hier sieht man... dass richtig der Eidotter, das Eigelb, richtig schön hoch ist. Also gewulpst. Ausgewulpt ist. Ausgewulpt. So. Und wenn das aber komplett flach ist... Ja, ist ein altes Ei. Altei. Ja, ist ein Altei. Wir arbeiten aber mit Fischei, weil Altei. So, rühr mal unsere Bratkartoffeln jetzt mal liebevoll durch. Ich schneide jetzt noch die Zwiebelchen klein. Und was wir auch noch reinmachen müssen, ist unsere Petersilie. Richtig. Wir können Schnittlauch nehmen, aber dadurch, dass ich die Zwiebeln genommen habe...
Ja? Dadurch, dass ich die. Jetzt habe ich gerade Angst bekommen. Ich habe gedacht, wir haben 20 Minuten so schön angewartet und der Kerl wirft alles daneben. Guck mal, dafür so, hat man sowas, ja, ne? Dass man auch mal hier lang geht. Guck mal, da kann man schön, einmal. Schön, schön, schön. Da ist ja nicht die richtige Kruste noch unten dran. So, jetzt kehren wir Zwiebelchen dazu. Okay. Und wie ich gerade gesagt habe, dadurch, dass wir die Zwiebeln haben, gehe ich jetzt nicht her und nehme Schnittlauch, sondern ich nehme ein bisschen Petersilie. Die schneide ich nur und die geben wir jetzt gleich mit dazu. So, das reicht auch schon. Kommen wir einmal ganz, ganz kurz zu deinen Eiern. Bei den Eiern gehe ich her. Weiter, ja? Bei den Eiern gehe ich her und würze nur das Eiweiß. Weil wenn du das Eigelb würzt, dann hast du immer wie so weiße Pünktchen da drauf. Dann sieht das immer so ein bisschen aus, als wenn das Ei krank gewesen wäre. Okay. Deshalb gehe ich her und mache hier einmal außen rum. So, das reicht. Und jetzt siehst du es ganz schön. Jetzt mal ganz ehrlich, dass das Ei dann krank aussieht? Ja. Echt jetzt? Ja. Mach das Eiweiß nur wird. Ja. Mach du das, mach du weiter, wie das Eiweiß willst. Wird. So. Ihr macht es auch, wie ihr wollt. Also, guck mal, dein erstes Ei ist fertig. Wenn du das siehst, das ist soweit gar. Beim zweiten, wenn du das Eiweiß noch so ein bisschen labberig hast, kannst du auch zur Not noch hierher gehen, so ein ganz klein bisschen das einstechen hier. Dann gart das auch noch ein bisschen schneller nach. Sehr gut. Hier mache ich aus. Jetzt vollenden wir es. Hier mache ich aus. Petersilie mit dazu. Du rührst einmal in unseren... Wir rühren nochmal. Jetzt könnt ihr Salz-Pfeffer mit dazugeben. Ich habe hier so ein Salz-Pfeffer mit ein bisschen Paprika. So, einmal mit dazu. Fertig. Und du darfst jetzt einmal ein bisschen... Bratkartoffelchen probieren, weil das so toll das gemacht hat. Das kann er am allerbesten. Es, ja. Es riecht wirklich. Also ja, riecht gut. Sachen, die besser riechen als jetzt probieren. Ja, komm. Den Bratkartoffel. Und hier knusprig müssen die sein, ne? Hier. Oh, aber heilig ist auch. Ah. All drauf. Lecker, oder? Machen wir gut. Ein geiles Gericht. Gut, aber heilig.